Fakten statt Emotionen zu präsentieren, so wird mein Vortrag keineswegs emotionslos sein. Der Mensch ist von Natur aus ein extrem klimasensibles Wesen. Unser Gefühlsleben ist keine konstante Größe und kann durch Neigungseinflüsse schnell aus der Balance geraten. Manchmal genügt ein Wort, um eine Stimmung plötzlich zu verändern und Zuneigung in Abneigung zu verwandeln. Wenn zwischen Menschen Liebe in Hass umschlägt, dann ist das eine Klimakatastrophe, die in Feindschaft, Trennung, Scheidung gar zu Mord und Totschlag führen kann. Es ist die Aufgabe eines jeden Staates und der gesamten Staatengemeinschaft, eine Politik zu betreiben, die dem Frieden auf Erden dient. Das wäre im wahrsten Sinne des Wortes eine Klimapolitik ohne Katastrophe. Gelänge es nämlich, alle Neigungsverhältnisse, die Egoismen aller Menschen untereinander sorgsam auszutarieren und zu stabilisieren, Missgunst und Neid könnten unterbunden und Kriege vermieden werden. Hierauf sollte sich die Politik konzentrieren. Das wäre Klimapolitik in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Klima, das ja aus dem Griechischen kommt, und Neigung bedeutet. In allen Familien, Verbänden, Vereinen, Völkern und Staaten gibt es unzählige Bereiche, um ein gutes Klima zu schaffen. Denken Sie an das Arbeitsklima, das Betriebsklima, das gesellschaftliche, politische und soziale Klima, das Konjunktur-, Wirtschafts- und Finanzklima, das Börsenklima. Zunächst sprach der Papst sogar von einem Klima der Barmherzigkeit. Der Grieche Heraklit sagte einmal, alles fließt. Doch wie schnell und in welche Richtung ein Strom fließt, das hängt von der Neigung, dem Klima wie dem steten Klimawandel ab. Alle die vielen gesellschaftspolitisch sehr unterschiedlichen Neigungsströme friedlich nach rechtsstaatlichen Kriterien zu koordinieren und vor Problemen, ja Turbulenzen oder gar revolutionären Umbrüchen zu bewahren, das wäre eine sinnvolle Klimapolitik. Ihr Zweck ist, Katastrophen zu verhindern und nicht herbeizureden, wie es der US-Außenminister John Kerry im Februar in Indonesien getan hat. Das Handelsblatt vom 16. Februar 2014 zitierte Kerry: In gewisser Weise kann der Klimawandel jetzt als eine weitere Massenvernichtungswaffe betrachtet werden. Vielleicht sogar als die fürchterlichste Waffe der Welt. Hätte er vorher bloß den Rat des Philosophen Friedrich Hegel beherzigt, der mahnte, dass am Anfang jeder wissenschaftlichen Arbeit die Arbeit am Begriff stehen müsse. Der Klimawandel als Neigungswandel ist das Natürlichste auf der Welt. Die wohl älteste Beobachtung des Menschen ist der Wechsel von Tag und Nacht. Der ständige Wechsel des Neigungswinkels der Sonnenstrahlen vom Aufgang bis zum Untergang in Bezug auf die Erdoberfläche. Auch der Höhenwinkel der Sonne wechselt im Jahresverlauf und mit ihm die Tageslänge. Steht die Sonne tief am Horizont, sind die Tage kurz, ist es Winter. Nach der Wintersonnenwende steigt die Sonne höher, werden die Tage länger, nimmt die Intensität der Sonnenstrahlung zu, wird es wärmer. Astronomische Beobachtungen führten die Griechen dazu, die kugelförmige, sich drehende, wie die Sonne umlaufende Erde in Klima- und Neigungszonen einzuteilen. Im Bereich zwischen Äquator und den Wendekreisen in 23,5 Grad nördlicher bis südlicher Breite, wo mindestens einmal im Jahr die Sonne im Zenit steht, nannten sie Tropenzonen. Im Bereich von den Polen bis zu den Polarkreisen in 66,5 Grad nördlicher wie südlicher Breite nannten sie Polarzone. Im Bereich zwischen, jeweils zwischen 23,5 und 66,5 Grad war für sie die gemäßigte Klimazone. Diese rein solare Klimazonierung liegt allen heutigen Klimaklassifikationen zugrunde. Daher gibt es eine vom Äquator hin zu den Polkappen gerichtete Temperaturabnahme. Am Strahlungsgenuss orientierte sich Wladimir Peter Köppen.
der 1936 mit seinem Werk Geographisches System der Klimate die erste objektive Klimaklassifizierung der Erde vorlegte und dabei Temperaturdaten, Niederschlagsdaten und die Vegetation einbezog. Er unterteilte die Erde in 5 Klimazonen, tropische Klimate, Trockenklimate, warmgemäßigte Klimate, Schneewaldklimate, Eisklimate. Von Globalklima natürlich keine Rede. Der Äquator als Wärmepol mit den thermisch aufsteigenden Luftmassen ist der solare Motor für die allgemeine Zirkulation, die das geografisch unterschiedliche Wetter auf der Erde erzeugt. Der US-Außenminister John Kerry war nicht gut beraten, einen Rundumschlag gegen die Leugner des Klimawandels zu führen und sie mit denen zu vergleichen, die im Mittelalter glaubten, dass die Erde eine Scheibe ist. Unter dem Hinweis, dass sich die Klimaexperten einig seien, dass sich Kohlenstoffdioxid und andere Treibhausgase als Schicht um die Erde anreichern und wie eine Art Gewächshaus die Sonnenenergie festhalten, polterte er lautstark, ich zitiere, wir haben einfach keine Zeit, um ein paar lautstarke Interessengruppen die Debatte an sich reißen zu lassen. Eine kleine Gruppe schlechter Wissenschaftler und Ideologen, so Kerry, dürfe nicht wissenschaftliche Tatsachen in Frage stellen. Nun, wie es mit den wissenschaftlichen Tatsachen bestellt ist, haben wir ja gerade im vorigen Vortrag gehört. Im Schutz einer vermeintlichen Meinungsmehrheit ist leicht agieren, aber die Mehrheit ist Konsens, Mehrheit ist Konsens ein wissenschaftliches Argument. Ich habe für diesen Vortrag 2 Bücher herangezogen. Erstens Stefan Ramsdorf und Hans-Joachim Schellnhuber, Der Klimawandel aus dem Jahr 2012. Und zweitens Sven Plöger, Gute Aussichten für morgen, wie wir den Klimawandel bewältigen und die Energiewende schaffen können. Auch im Jahr 2012 erschienen. Herausgeber dieses Buches ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Merken Sie sich dieses bitte. Sven Plöger ist ein ARD-bekannter Meteorologe und soll die Klimapolitik der Bundesregierung argumentativ in der Öffentlichkeit stützen. Er bekennt, auch wir, die wir vom Fach sind, müssen uns einer Prüfung gefallen lassen. Das werde ich tun, sozusagen in einer Art Peer-Review-Verfahren. Seien Sie also gespannt. Schellnhuber und Ramsdorf sind wohlbekannte Physiker. Sie leiten das PIC, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Beide sind auch im WBGU, dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderung. Dieser wird von Professor Schellnhuber geleitet und strebt die große Transformation an. Sie schreiben, nach Lektüre dieses Buches wird der Leser hoffentlich unserer Ansicht zustimmen, dass die Bewältigung des Klimawandels einer Feuertaufe für die im Entstehen begriffene Weltgesellschaft ist. Nun, ich kann der Meinung dieser Autoren nicht zustimmen und teile auch nicht ihre Ansicht. Aber nun ins Detail. Was sagen uns die Klimaexperten Ramsdorf und Schellnhuber? Ich zitiere, das Klima unseres Heimatplaneten hat immer wieder spektakuläre Wandlungen durchgemacht. In der Kreidezeit vor 140 bis 65 Millionen Jahren stapften selbst in arktischen Breiten riesige Saurier durch subtropische Vegetation und der CO2-Gehalt der Atmosphäre war ein Vielfaches höher als heute. Dann kühlte sich die Erde langsam ab und pendelt nun seit 2 bis 3 Millionen Jahren regelmäßig zwischen Eiszeiten und Warmzeiten hin und her. Zitat Ende. Einige Seiten weiter heißt es, die Daten zeigen 2 Phasen mit niedrigem CO2-Gehalt. Die jüngere Klimageschichte der vergangenen Millionen Jahre und einen Zeitraum vor 300 Millionen Jahren. Ansonsten lag der CO2-Gehalt zumeist wesentlich höher, über 1000
PPM, Klammer auf, Parts per Billion, Klammer zu, Zitat Ende. Wieder einige Seiten später, die Klimageschichte hat auch handfeste Überraschungen zu bieten. Im Verlauf der letzten Eiszeit kam es über 20 Mal zu plötzlichen, dramatischen Klimawechseln. Innerhalb von nur 1 bis 2 Jahrzehnten stieg in Grönland die Temperatur um bis zu 12 Grad Celsius an und blieb dann mehrere Jahrhunderte warm. Zitat Ende. Dann beschreiben sie das Klima des Holozäns, also der Jetztzeit, der Warmzeit, in der wir seit 10.000 Jahren leben. Das Holozän ist nicht nur durch ein warmes, sondern auch durch ein vergleichsweise stabiles Klima gekennzeichnet. Zitat Ende. Doch wie sieht das stabile Klima aus? Ich zitiere wiederum die beiden Autoren. Von besonderem Interesse sind die Klimaschwankungen der letzten Jahrtausende, sind sie uns doch historisch am nächsten. Ein interessantes Beispiel ist das Schicksal der Wikinger-Siedlung in Grönland. Daten vom nächstgelegenen Eisbohrkern Dyje 3 im Süden Grönlands zeigen, dass das Klima dort besonders warm war, als Erik der Rote im Jahr 982 seine Siedlung gründete. Doch die guten Bedingungen hielten nicht an, sondern sie verschlechterten sich in den folgenden 200 Jahren immer mehr. Eine vorübergehende Warmphase im 13. Jahrhundert gab nochmals Hoffnung, aber im späten 14. Jahrhundert war das Klima so kalt geworden, dass die Siedlung wieder aufgegeben werden musste. Erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die warmen Temperaturen des Mittelalters in Südgrönland wieder erreicht. Zitat Ende. Vorher schrieben sie aber, in den letzten Eiszeitzyklen haben die Kaltphasen meist länger angehalten, Klammer auf, ungefähr 90.000 Jahre, Klammer zu, als die Warmzeiten, Klammer auf, ungefähr 10.000 Jahre, Klammer zu. Wenn das auch für das Holozän gelte, müsste es bald zu Ende sein. Also, ziehen Sie sich warm an. Zum Schluss des Kapitels Klimageschichte dieser beiden weltweit führenden Klimaexperten heißt es, die Klimageschichte belegt vor allem die dramatische Wechselhaftigkeit des Klimas. Natürlich zur Zeit, als der Mensch noch gar nicht auf der Erde da war. Das Klimasystem ist ein sensibles System. Neigung verändert sich ja permanent. Zudem ein nicht-lineares System, das zu sprunghaften Änderungen neigt. Das Klima ist, ich zitiere, kein träges Faultier, sondern gleich einem wilden Biest. Wie es der bekannte amerikanische Klimatologe Wallace Broecker einmal formulierte. Dabei hatten sie am Anfang des Kapitels noch frohlockt. Zum Glück ist die Berechnung von Klimagrößen, Klammer auf, also Mittelwerten, Klammer zu, einfacher als die Wettervorhersage. Denn Wetter ist stochastisch und wird durch Zufallsschwankungen geprägt. Das Klima dagegen kaum. Was heißt das im Klartext? Den Klimaverlauf rekonstruieren zu können, wie es die beiden Autoren getan haben, bedeutet keineswegs, ihn auch ursächlich erklären zu können. Haben Sie eine einzige Erklärung für diese dramatischen Klimaveränderungen der Vergangenheit gehört? Nein. Daher auch das Rätselraten und die vielen, vielen Widersprüche. Trotz der statistischen Mittelung übertragen sich die Zufallsschwankungen des Wetters auf das Klima und spiegeln sich in dessen Schwankungen wider. Aber bisher ist es das große Geheimnis des Wetters, dass es macht, was es will und in keinem Jahr der Wetter- und Witterungsverlauf ähnlich ist wie dem des Vorjahres. Nun, der vergangene März zeigt das ja wieder ganz deutlich. Haben Sie genau jetzt zugehört? Sind Ihnen die zahlreichen Widersprüche und bewussten Weglassungen aufgefallen? Man schreibt ein Buch über den Klimawandel und erwähnt mit keinem Wort, was Klima ist, außer das Wort Wettervorhersage. Klima ist statistisch vom Wetter abgeleitet und daher ein Abstraktum. Ein rein wissenschaftliches Konstrukt ohne reale Existenz.
Natürlich ist es leichter, Mittelwerte aus vergangenen Wetterdaten zu berechnen, als Wettervorhersagen zu machen. Die Definition von Klima sagt aber auch, dass die einzig sinnvolle Darstellung des Klimaablaufs darin bestünde, gleitende 30-jährige Mittel zu zeichnen, um die Schwankungen des Wetters geglättet zu verfolgen. Doch dieses wird bewusst nicht gemacht, um ständig neue Anomalien zu konstruieren, wie jetzt wieder im 5. Sachstandsbericht des IPCC, der am 31. März 2014 in Yokohama der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Das Papier für politische Entscheidungsträger beginnt mit dem rätselhaften, aber furchterregenden Satz. Ich zitiere, die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig. Und viele dieser seit den 1950er Jahren beobachteten Veränderungen sind seit Jahrzehnten bis Jahrtausenden nie aufgetreten. Lassen Sie sich diesen Satz auf der Zunge zergehen. Seit 1950 beobachtete Veränderungen sind seit Jahrzehnten bis Jahrtausenden nie aufgetreten. Welche Veränderungen das sind, darüber schweigt IPCC. Ohne geringsten Beweis oder Hinweis wird eine Behauptung in die Welt gesetzt, um Panikstimmung zu erzeugen. Deswegen hat der Klimaökonom Richard Toll demonstrativ seine Unterschrift zurückgezogen. In dem Teilbericht 1 Wissenschaftliche Grundlagen wird festgestellt, des jüngsten Klimaberichts, dass Klimadaten seit Mitte des 19. Jahrhunderts vorliegen, aber erst seit den 1950er Jahren in ausreichender Vollständigkeit und Qualität. Also vorher bleibt alles diffus und ungenau. Dennoch wird behauptet, und hier passen Sie auch wieder auf, ich zitiere, die globale Mitteltemperatur in Bodennähe stieg im Zeitraum von 1880 bis 2012 um 0,85 Grad Celsius. Jedes der drei vergangenen Jahrzehnte war wärmer als alle vorhergehenden seit 1850. In der Nordhemisphäre war die letzte 30-jährige Periode, Klammer auf, von 1983 bis 2012, Klammer zu, die wärmste seit 1400 Jahren. Also wo dieses geballte Wissen herkommt, auch das bleibt ein Geheimnis. Es gehört also schon eine viel manipulative geistige Energie dazu, um solche Texte zu konstruieren. Was leitet der Weltklimarat IPCC daraus ab? Ich zitiere, Risiken für Menschen bestehen durch die Beeinträchtigung von Dienstleistungen der Natur, Klammer auf, zum Beispiel durch Extremtemperaturen, Dürreperioden, Überflutungen, Ozeanerwärmung und Versauerung sowie den daraus resultierenden Verlusten an Biodiversität und Produktivität von Ökosystemen und Landwirtschaft, Klammer zu, sowie durch Schäden an Infrastrukturen und Landverluste, Klammer auf, zum Beispiel durch Meeresspiegelanstieg. Zitat Ende. Solche Texte sind eine Fundgrube für alarmistische Schlagzeilen. Sie werden den Journalisten geradezu in den Mund gelegt und hinterher wollen die Wissenschaftler damit nichts zu tun haben, wenn sie ihre eigenen Texte in den Zeitungen wiederfinden. Wenn weiter der IPCC zunehmender Klimawandel verlangsamt das Wirtschaftswachstum, gefährdet die Ernährungssicherheit, verschärft soziale Ungleichheiten und birgt damit die Gefahr gewaltsamer Konflikte und verstärkter Migrationsbewegungen. Auch hier Alarmismus pur. Das Wetter eine Dienstleistung der Natur, die uns Extremtemperatur, Dürreperioden, Überflutung schenkt. Auch das ist eine Bezeichnung, die für mich absolut neu ist. Wenn das Wetter uns ärgert, warum verzichten wir nicht einfach auf diese Dienstleistung? Der Mensch ist als Endprodukt von Evolution oder Schöpfung in die Natur gestellt worden und hat es vorteilhaft verstanden, sich bei der Ausbreitung über die ganze Erde stets klug den Wetterbedingungen anzupassen.
was dem Klimawandel angedichtet wird, ist eine Folge des Wetterwandels. Doch zurück zum Kapitel aus der Geschichte Lernen von Amsdorff und Schellhuber. Sie sprachen von den spektakulären Wandlungen des Klimas, dem vielfach höheren CO2-Gehalt der Luft und fuhren dann fort, ganz am Anfang sagte ich es, dann kühlte sich die Erde langsam ab. Warum? Wieder ohne Erklärung schreiben sie im gleichen Kapitel, dreht man am CO2, Klammer auf, wie derzeit der Mensch, Klammer zu, so folgt wenig später die Temperatur. Zitat Ende. Man muss also genau lesen, um solche Feindseligkeiten und diese eklatanten Widersprüche zu erkennen, um zum Schluss zu ziehen, sie geben Wissen vor und wissen nichts. Hätten die Experten doch nur den ersten Bericht der Enquete-Kommission Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre vom 2. November 1988 gelesen. Das ist das Modell, dem wahrscheinlich der IPCC entsprechend konstruiert worden ist. Und diesem Enquete-Bericht hat der Bundestag einhellig zugestimmt. Darin steht, ich zitiere, die Gase in der Atmosphäre absorbieren die IR-Strahlung der Erdoberfläche in den meisten Spektralbereichen stark, in einigen dagegen nur geringfügig, wie im Spektralbereich 7 bis 13 Mikrometer. In diesem Bereich stammt der größte Teil der IR-Strahlung von der Erdoberfläche. Er wird als offenes atmosphärisches Strahlungsfenster bezeichnet, da hier am wenigsten Wasserdampf und Kohlendioxidabsorption stattfindet. 70-90% der Abstrahlung der Erdoberfläche gelangen hier direkt in den Weltraum. Ich glaube, ich gebe noch die Seitenzahl, Seite 371. So dann heißt es, der Treibhauseffekt durch CO2 wird im Wesentlichen durch seine Absorptionsbande bei 15 Mikrometer bewerkstelligt. Dies ist die Erklärung dafür, indirekt natürlich, dass sich die Erde auch unter einer Atmosphäre, die Unmengen von Wasserdampf und über 20% an CO2 enthielt, abkühlen konnte, unter die kritische Temperatur von 100 Grad Celsius gleich 373 Kelvin. Bei Unterschreiten der 100 Grad Celsius kondensierte der Wasserdampf, erstmals bildeten sich Wolken, es setzten sintflutartige Regenfälle ein, denen die Ozeane ihre Existenz verdanken. Warum? Das Strahlungsfenster war offen, ist offen und wird offen bleiben. Und Physik, physikalische Gesetzmäßigkeiten ändern sich nicht. Die Natur ist, die Erde ist kein Treibhaus und das ist die Überlebensgarantie für Fauna und Flora. Kritisch wird es für alles Leben erst, wenn manche Wunschträume nach einer CO2-freien Atmosphäre Wirklichkeit würden. Dann würde bei der Photosynthese das wichtige Glied CO2 fehlen. CO2 ist ein Grundnahrungsmittel und kein Umweltgift. Den grünen Pflanzen als Primärproduzenten würde die Existenzgrundlage entzogen. Man sieht es am besten beim Wasser. Fehlt dieses, dann vertrocknen die Pflanzen, mag der CO2-Gehalt der Luft noch so hoch sein. CO2, H2O und das Sonnenlicht sind unverzichtbar für grüne Pflanzen. Fehlt einer dieser drei Faktoren, dann gibt es keine Nahrung mehr und allem Leben auf der Erde wäre die Existenzgrundlage entzogen. Ziehen wir nun das zweite Buch von Sven Plöger hinzu. Er schreibt von den verschiedenen Atmosphären, dass die zweite Atmosphäre wahrscheinlich zu 70% aus Wasserdampf und zu 25% aus Kohlendioxid bestand und fährt fort. Der junge Planet kühlte sich weiter ab und deshalb konnte der Wasserdampf nun kondensieren. Die wohl längste Schlechtwetterperiode auf Erden setzte ein. Etwa 40.000 Jahre hat es durchgeregnet, aber kräftig. Rund 3.000 Liter Wasser fielen pro Tag auf jeden Quadratmeter. Infolgedessen entstanden unsere Ozeane. Sven Plöger ist der, der immer die Arme aus.
verbreitet, wenn das Wetter vorhersagt. Weiter, die folgende, dritte Atmosphäre bestand hauptsächlich aus Stickstoff und Kohlendioxid, bevor Cyanobakterien, Klammer auf, Blaualgen, Klammer zu, als Vorstufe der grünen Pflanzen begannen, Photosynthese zu betreiben und dabei Sauerstoff abzugeben. Die Begrünung der Landmassen begann schließlich vor rund 440 Millionen Jahren. Heute leben wir in der vierten Atmosphäre mit 28% Stickstoff, 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 0,04 gleich 400 ppm Kohlenstoffdioxid. Plöger nennt auch einige Zahlen. Er ist in vieler Hinsicht konkreter als Ramsdorf und Schellnhuber. Um ein Gefühl für CO2-Konzentrationen zu geben. Er schreibt, die Bedingungen für unseren Planeten wären bei 1000 ppm ideal. Die maximale Arbeitsplatzkonzentration liegt bei 5000 ppm. Die Luft, die wir ausatmen, enthält 40.000 ppm. Bewusstlosigkeit und Tod treten ab 80.000 ppm ein. Das kann in Weinkellern im Herbst passiert, wenn bei der Gärung des Weins CO2 freigesetzt wird und ein CO2-See im Keller bildet, weil CO2 ja anderthalbmal so schwer in die Luft ist. Sven Plöger verhält sich politisch korrekt, aber sein Buch enthält Stolpersteine, die zum Nachdenken anregen. Beispiel: Wetter können wir mit unserem Sinnesorgan fühlen. Es zu erleben lässt löst unmittelbar Empfindungen in uns aus. Wetter ist uns emotional sehr nah, Klima hingegen nur Statistik und die können wir nicht fühlen. Deshalb ist das Klima uns emotional fern. Deswegen muss ja auch immer, um Klimaängste bildhaft darstellen zu können, Wetterkatastrophen und Wetterextreme gefaselt werden. Weiter, Plöger. Das gewickelte Wetter ist also kein Normwetter. So etwas gibt es nicht. Beim Wetter ist die Abweichung von der Norm die Norm. Zitat Ende. Dennoch macht er dann den politischen Klimasalto. Und ich zitiere, das statistische Konstrukt ist jedoch unglaublich hilfreich und notwendig, denn man kann sich schließlich nicht alle Wetterlagen über alle Ewigkeit merken. Das Klima, der Klimawandel werden also politisch bewusst instrumentalisiert, um mit der Drohung von zunehmenden Extremwetterlagen Klimaängste zu schüren und zum Klimaschutz aufzufordern. Dieser apokalyptischen Argumentation folgt haargenau der Weltklimarat IPCC. Welcher geängstigte Mensch merkt, dass dabei klammheimlich Ursache und Wirkung vertauscht wurden. Das Wetter ist und bleibt die Ursache für alle Klimaberechnungen. Kommen wir nun zu dem alles entscheidenden Punkt, dem Treibhauseffekt und der Klimasensitivität. Nach Ramsdorf und Schellnhuber ist er, ich zitiere, ein ganz natürlicher Vorgang, der sogar lebensnotwendig ist, wörtlich. Eine einfache Rechnung zeigt die Wirkung. Jetzt passen Sie gut auf. Die ankommende Sonnenstrahlung pro Quadratmeter Erdoberfläche beträgt 342 Watt. Punkt. Etwa 30% werden reflektiert. Es verbleiben 242 Watt pro Quadratmeter, die teils in der Atmosphäre, teils von Wasser- und Landflächen absorbiert werden. Ein Körper, der diese Strahlungsmenge abstrahlt, hat nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz der Physik eine Temperatur von minus 18 Grad Celsius. Wenn die Erdoberfläche im Mittel diese Temperatur hätte, würde sie also gerade so viel abstrahlen, wie an Sonnenstrahlung ankommt. Tatsächlich beträgt die mittlere Temperatur an der Erdoberfläche aber 15 Grad. Die Differenz von 33 Grad wird vom Treibhauseffekt verursacht, der daher erst das klimafreundliche Klima auf der Erde möglich macht. Diese Rechnung ist in sich stimmig, aber physikalisch absolut unsinnig, weil hier Bedingungen und Randbedingungen bestehen, die in der Natur einfach nicht existieren. Wer würde
bei einer Strahlung von 242 Watt nach Abzug der Albedo eine Photovoltaikanlage bauen und hoffen, dort Strom erzeugen zu können. Also ich würde es nicht tun. Die Bundesregierung, ja, mit unserem Geld natürlich. Jetzt muss ich mit Sven Plöger, der das häufig in seinem Buch macht, halt, stopp, langsam rufen. Wie konstruiert aber er den Treibhauseffekt? Eben, das war Schellenhuber und Ramsdorf. Plöger erwähnt zuerst, dass unsere Erde rund 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt ist. Der Abstand aufgrund der elliptischen Erdbahn zwischen 147 und 152 Millionen Kilometer pendelt. Die Erde im Mittel eine Energie von rund 1370 Watt pro Quadratmeter erhält. Und dann kommt seine Rechnung. Von diesen im Mittel 1370 Watt pro Quadratmeter steht der Atmosphäre durch die Tatsache, dass sich die Erde dreht und wir damit die Hälfte der Zeit von der Sonne abgewandt sind und dadurch, dass die Erde eine Kugel ist, nur ein Viertel zur Verfügung, also 342 Watt pro Quadratmeter. 107 Watt pro Quadratmeter davon verschwinden durch Streuung und Reflexion an Atmosphäre und Erdboden ungenutzt wieder ins Weltall, das ist diese Albedo 30%. Die verbleibenden 235 Watt erwärmen im Schnitt zu 30% die Atmosphäre, und zwar durch die Absorption an Wolken, Wasserdampf, Staub und Ozon. Gute 70% werden von der Erdoberfläche absorbiert, und genau diese durch Absorption entstandene Wärme strahlt der Erdboden seinerseits wieder ab. Zitat Ende. Beide Rechnungen habe ich jetzt vorgestellt. Sie sind rechnerisch nachzuvollziehen, aber physikalisch völlig abwegig. Plöger geht noch halbwegs von der Wirklichkeit aus und erwähnt, dass die Erde eine Kugel ist und die Hälfte der Zeit von der Sonne abgewandt ist, also wird die andere Hälfte der Sonne zugewandt sein. Doch erwärmt wird nicht die Atmosphäre, wie er sagt, sondern immer die Hälfte der Erde, der Erdoberfläche, die der Sonne zugewandt ist. Das bedeutet, dass die der Sonne zugewandte Seite enthält 1370 Watt pro Quadratmeter, die andere Seite enthält 0 Watt. Das können Sie jeden Tag und jede Nacht nach messen. Hebt man Tag und Nacht auf, was allein von der Natur eine völlig unnatürliche Annahme ist, und verteilt die Strahlung gleichmäßig auf beide Erdhälften, dann wären es 1370 durch 2 685 Watt pro Quadratmeter und nicht 342 Watt pro Quadratmeter. Dass die Erde eine Kugelform hat und immer die Hälfte von der Sonne beschienen wird, zeigt auch jedes Satellitenfoto. Um ein Viertel der Erde zu bestrahlen, müsste, oder den Querschnittsfläche der Erde zu bestrahlen, müsste man diese am Äquator aufschneiden, wie einen Apfel, und die Schnittfläche der Sonne zuwenden. Die Schnittfläche wäre eine Kreisfläche, die R², die ein Viertel der Kugeloberfläche beträgt. So kommt die Division durch 4 immer zustande. Die Erde ist aber keine Scheibe, sondern eine rotierende Kugel, die immer zur Hälfte von der Sonne bestrahlt wird, die Sonne rechnerisch runterzukühlen, um mit physikalisch unhaltbaren Argumenten einen Treibhauseffekt samt Hitzekollaps zu konstruieren, ist kein wissenschaftliches Ruhmesblatt. Es ist der größte wissenschaftliche Betrug der Neuzeit, wie der polnische Wissenschaftler Jaworynski unlängst schrieb, die in jeder Beziehung extrem ideologieanfällig geworden ist. Naturwissenschaftler, welche aus solch widersprüchlichen Annahmen einen natürlichen Treibhauseffekt ableiten, mögen zwar politisch nützlich sein, aber sie verdienen den Namen Naturwissenschaftler nicht. Rechnen Ramsdorf und Schellenhuber mit ihren Tricks die Strahlkraft der Sonne auf 242 Watt und damit die Erdtemperatur auf minus 18 Grad Celsius herunter, so geht Plöger noch ein Stück weiter. Er behauptet, dass von den verbleibenden 235 Watt nur 70% von der Erdoberfläche absorbiert werden, und das wären etwa
etwa 165 Watt pro Quadratmeter. Es wird also immer abstruser. Die Erde wäre eisiger als eisig. Wenn die Analogie von Ramsdorff und Schellnhuber stimmt, dass ein Körper, der mit 242 Watt pro Quadratmeter ausstrahlt, eine Temperatur von minus 18 Grad hat, dann müsste ein Körper mit einer Temperatur von 15 Grad Celsius eine Energie von 390 Watt pro Quadratmeter abstrahlen. An dem Punkt bricht das ganze Erklärungsgebäude wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Wie kann eine Erde, die 242 Watt pro Quadratmeter in die Atmosphäre abstrahlt, aus dieser eine Gegenstrahlung von 390 Watt pro Quadratmeter empfangen, um eine Temperatur von plus 15 Grad Celsius zu haben? Dieses Wunder soll in etwa 6 Kilometer Höhe geschehen, wo sich angeblich die Treibhausgase sammeln, um eine Temperatur, um eine Art Spiegel zu bilden. Aber auch ein Spiegel könnte nur 242 Watt pro Quadratmeter widerspiegeln, da die Temperatur aber um 6,5 Grad Celsius pro Kilometer Höhe abnimmt, ist unwahrscheinlich, dass dort oben in 6 Kilometer ein Heizstrahler existiert, der mit 390 Watt pro Quadratmeter strahlt und die Globaltemperatur von 15 Grad Celsius erzeugt. Plöger führt seine Argumentation selbst ad absurdum, indem er sagt, dass die Wärmestrahlung der Erde aus dem Erdboden hervorgehe. Ich zitiere, unsere Atmosphäre vor allem von unten erwärmt wird. Deshalb ist es in der Höhe kälter als im Flachland. Ja, in den Treibhaus geht es gedanklich zu wie im Tollhaus. Noch toller ist die Argumentation beim anthropogenen Treibhauseffekt, der auf dem natürlichen Treibhauseffekt aufbaut. Plöger beziffert den energetischen Beitrag des menschengemachten Treibhauseffektes mit 2,5 Watt pro Quadratmeter. Ramsdorff und Schellnhuber geben die Klimasensitivität oder den Strahlungseffekt mit 3 bis 4 Watt pro Quadratmeter an. Dabei war Plöger auf der richtigen Fährte, als er den Begriff Solarkonstante als gewagt ansah und auf den wechselnden Abstand der Erde von der Sonne hinwies. Im Aphel, Anfang Juli, beträgt dieser Abstand 152,5 Millionen und im Perihel Anfang Januar 147,5 Millionen Kilometer. Ist den Klimaexperten das 1 durch R-Quadrat Gesetz unbekannt, das für alle Energiegrößen gilt? Danach nimmt die elektromagnetische Sonnenstrahlung, das heißt die Leistung pro Fläche, mit dem Quadrat der Entfernung ab oder zu. Das bedeutet, dass die Solarkonstante gar nicht konstant sein kann, sondern um 3,5% um den Mittelwert 1370 oder 1368 zwischen Perihel und Aphel schwankt. Anfang Januar erhält somit die Erde 1416 Watt pro Quadratmeter und Anfang Juli nur 1320 Watt pro Quadratmeter. Reagiert die Temperatur entsprechend? Ich habe es noch nie festgestellt. Global betrachtet müsste es nach Rechnung der Klimaexperten im Januar wesentlich wärmer sein als im Juli. Geht man von einer Klimasensitivität von 4 Grad Celsius bei 4 Watt pro Quadratmeter aus, so müsste bei einem Strahlungseffekt von 96 Watt pro Quadratmeter, das ist die Differenz zwischen 1320 und 1416, vom Juli bis zum Januar müsste die Globaltemperatur um 96 Grad Celsius zunehmen und vom Januar bis zum Hochsommer um den gleichen Betrag abnehmen. Wer zweifelt, den verweise ich gerne auf das Buch Physical Climatology for Solar and Wind Energy von Rodolfo Guzzi und Karl Gerald Justus, veröffentlicht Singapur 1988. Ich habe das Buch übrigens im Forschungsministerium damals gefunden und genüsslich gelesen. Es gäbe noch viele weitere Ungereimheiten zwischen Modellannahmen und der Wirklichkeit hervorzuheben, aber das würde bei weitem den Zeitrahmen sprengen. Nur noch einen Punkt, Ramsdorff und Schellnhuber fragen. Was bestimmt das Klima? Und antworten, unser Klima ist im globalen Mittel das Ergebnis einer einfachen Energiebilanz.
Die von der Erde ins All abgestrahlte Wärmestrahlung muss die absorbierte Sonnenstrahlung im Mittel ausgleichen. Muss sie das? Nein. Auch diese Annahme ist wirklichkeitsfern, haben doch beide Energieströme eine völlig andere Qualität und sind daher quantitativ nicht vergleichbar. Sonne und Erde haben extrem unterschiedliche Temperaturen, sodass die Annahme eines Strahlungsgleichgewichts zwischen Sonne und Erde völlig absurd ist. Dies bestätigen sogar indirekt Ramsdorf und Schellnhuber. Ich zitiere, die Oberfläche strahlt wie jeder physikalische Körper Wärme ab, je höher die Temperatur, desto mehr. Dies ist der Inhalt aller Strahlungsgesetze, seien sie von Stefan Boltzmann, Wilhelm Wien und Max Planck. Die Wärmestrahlung eines Körpers nimmt proportional der vierten Potenz der absoluten Temperatur zu oder ab. Es ist unsinnig, zwischen zwei Körpern mit 6000 Kelvin und 300 Kelvin ein Strahlungsgleichgewicht zu postulieren. Unter welchen Bedingungen ein solches zustande kommt, zeigte 1809 Pierre Prévost, der 1791 demonstrierte, dass alle Körper Wärme ausstrahlen, egal ob warm oder kalt. Zudem gehen etwa 30% der Solarstrahlung, auch das wird generell unterschlagen, gar nicht in die Erderwärmung, sondern in die Erdkühlung. Sie gehen direkt in die H2O, in die Wasserverdunstung, mit der der Wasserkreislauf aufrechterhalten wird. Denn noch wichtiger als die Temperatur ist Wasser für alles Leben auf Erden. Die Oberfläche der Erde strahlt rund um die Uhr bei Tag und Nacht Wärme ab. Die Erde kann sich selbst nicht erwärmen. Der Begriff Erderwärmung ist eine bewusste Irreführung. Dafür ist die Sonne da, die Licht und Wärme zur Erde strahlt. Deswegen haben wir bei Strahlungswetter mit klaren Nächten auch frühmorgens immer die tiefsten Temperaturen, und zwar direkt am Erdboden, wo sich Lithosphäre und Atmosphäre berühren. Dies war sehr gut bei den vielen wolkenarmen Hochdruckwetterlagen heuer im März zu beobachten. Am 11. März 2014 wurden in Oppenheim am Rhein, da lebe ich, da wächst auch ein guter Wein, wurden morgens um 6 Uhr gemessen Bodentemperatur in 5 cm Tiefe 2,9 Grad. In 20 cm Höhe über dem Boden, also 2 Hand breit, minus 0,7 Grad und in 2 Meter Höhe 3,0 Grad. Am 12. März wiederholte sich das wieder, Boden 3,0 Grad, 20 cm Höhe minus 1,3 Grad, 1 Meter Höhe plus 1,5 Grad. Fazit, von der erwärmenden Wirkung der Gegenstrahlung, die es nicht gibt, natürlich am Boden keine Spur. Mittags um 14 Uhr war die Bodeninversion weggeheizt. Am 11. wurden in 20 cm Höhe 18,2, in 200 Meter, in 2 Meter, 200 cm Höhe nur 17,1 gemessen und am 12. in 20 cm Höhe 17,6 und in 200 cm oder 2 Meter 16,4. Diese Temperaturschichtung ist auch wichtig, denn ohne diese Erwärmung von unten würde die Luft sich vom Boden her nicht erwärmen, würde nicht aufsteigen. Könnten sich keine Haufenwolken am Himmel bilden, keine Cumuluswolken. Leider, und das habe ich schon mal moniert, gibt es keine Temperaturmessung von der Erdoberfläche oder zumindest 2 cm Höhe, dann werden die Gegensätze noch größer. Dann würde noch deutlicher werden, dass die Sonne zwar die Energiequelle für alles Leben, wie auch für die Luftbewegung der Atmosphäre ist, dass aber der Boden am Tage die Heizfläche und in der Nacht die Kühlfläche für die aufliegende Luft ist. Der Vergleich Erde gleich Treibhaus ist von Grund auf falsch. Das Treibhaus ist ein rein ideologisches Gebilde, vergleichbar mit der Hölle. Die Erde ist ganz im Gegensatz dazu ein offenes Ökosystem mit allzeit offenen Strahlungsfenstern, sowohl für die solare Einstrahlung als auch die terrestrische Ausstrahlung. Die Sintflut und das Wasser auf der Erde verdanken wir der Nicht-Existenz des angeblich natürlichen Treibhauseffektes. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.